Oh Holy Spirit, verzeih mir, dass ich die ganze Zeit online über Menschen lästere. Es ist, weil mein Leben langweilig und mein Herz leer ist. Hi People, ich bin's, Mikey, euer Unstable Stylist. People, welcome back to my channel. It is tea time, people. Oh yes, entschuldige bitte dieses maskuline Look. Mir war langweilig beim Haare schneiden. Deswegen habe ich diese Fuckboy-Linie gemacht. Okay, es geht nicht um meinen Haarschnitt, es geht um den Tee, der gerade auf dem Internet die ganze Zeit am Brühen ist und der immer heißer und heißer und heißer und die ganze Zeit überschwemmt. Tati hat ja ein neues Video hochgeladen zu der ganzen Situation, wo sie im Groben und Ganzen sagt, dass sie möchte, dass dieser Hate gegenüber James aufhört. Ich werde jetzt dahin gehen. Ich fange jetzt nur bei dem Timeline an, wo wir zuletzt aufgehört haben. Das letzte Update war ja, dass Jeffree Star anscheinend seine Zusammenarbeit mit James Charles gecancelt hat. Unter anderem hat Jeffree den auch entfolgt. Und nicht nur das, ganz viele Stars haben den jetzt auch entfolgt. Dann war das ja so, zu diesem Zeitpunkt war ja James Charles auf Tour in Australien und er hatte auch noch ein paar Stops eigentlich. Jetzt ist es so, dass man nicht weiß, ob dieser Tour jetzt gecancelt ist oder ob die noch weitergeht. Die Daten stehen noch online. Es wurde noch nicht offiziell gegeben, ob es jetzt gecancelt ist oder nicht. Dann war das ja so, dass er in Australien dann abgeflogen ist, um nach LA wieder zurückzugehen. Da war schon wieder ein kontroverses Situation in dem ganzen Sorry, ich bin am Spillen, ich brauch. Sein Abflug wurde wieder kontrovers, weil das Ding ist, er ist ja von Brisbane Airport geflogen und das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Paparazzis chillen. In LA ist es ja so, dass generell es gibt Paparazzis, die nur am Flughafen chillen, um diese ganzen Flughafen-Fotos zu machen. Meiner Meinung nach und viele Leute haben die Theorie, dass es sozusagen so ein bisschen gestaged sein sollte. Nicht wirklich gefaked, sondern dass eine PR-Person das so zum Beispiel so ein bisschen geplant hat, diesen Auftritt, um das so ein bisschen runterzubrutzeln. Dass man die Paparazzi doch angerufen hat, dass er da ist. Natürlich würde ich auch denken, dass die Story gerade so heiß ist, dass die Paparazzi doch schon so ein bisschen guckt, ob er doch abfliegen würde, weil das war ja gerade das hotteste Topic, wenn es um Drama technisch war und T-technisch, you know what I mean? Ich war auch die ganze Zeit nur am Refreshen, passiert was, aber die Theorie ist, dass man sozusagen Bescheid gegeben hat, dass James an dem Tag abgeflogen ist, weil der Paparazzi wusste genau, wo der mit dem Auto ankommt. Nicht nur das, er sozusagen ganz normal public durch den Flughafen gegangen ist, weil jeder Flughafen hat einen VIP-Service, die sozusagen Leute, die high-profile sind, hinten rum oder irgendwie durch einen bestimmten Eingängen irgendwie zu eskortieren sind. Versteht ihr, was ich meine? Also man kann beide Seiten argumentieren. Ich persönlich, ich habe selber als VIP-Services im Flughafen gearbeitet. Hier ist ein bisschen Beweis, wenn ihr so ein bisschen googeln würdet. Es gibt so ein paar Stars, die am Flughafen angekommen sind in Berlin-Tegel und da habe ich diesen Service auch gemacht. Das war 50 Shades of Grey und you know, ihr könnt Stars eingeben und bei manchen Bildern bin ich irgendwo im Hintergrund und habe das so versucht zu klären. Und von meiner Seite aus, ich weiß jetzt nicht, wie Brisbane Airport situated ist, aber ich weiß, dass fast jeder Flughafen so einen Service hat und zum Beispiel in Berlin-Tegel hatten wir Wege, wie wir das sozusagen machen können, dass man überhaupt nicht erreichbar ist für Paparazzis, dass man überhaupt Fotos macht. Es ist möglich und ich bin mir sicher, bei so einer Situation, das ist ein Service, den man bezahlen kann, das heißt, jede andere Person, wenn der Geld dafür ausgeben würde, was halt keinen Sinn macht, würde diesen Service in Anspruch nehmen können. Das heißt, wenn wirklich James die Paparazzi vermeiden wollte, hätte man den VIP-Service kontaktieren können und er hätte von Brisbane Airport komplett unauffällig wegfliegen lassen können. Versteht ihr, was ich meine? Eine andere Theorie ist, weil alles irgendwie nach einem PR-Skript perfekt erschien. Was das heißt ist, ich bin ja ein Stylist, das wisst ihr. Und ein Stylist hat ganz viele verschiedene Jobs in bestimmten Zeilen. Das ist nicht einkaufen gehen mit Kunden, obwohl das gibt's auch. Aber Stylisten sind auch, also die richtig guten Stylisten, ich gehöre nicht dazu, können auch zum Beispiel bestimmte Charaktere wiedergeben, ob eine Person jetzt sozusagen eine lustige Person ist oder ein Teenie-Star ist oder so. Ich kann das nicht so gut, ich habe da so meine Erfahrung, aber eine Person hat dann geschrieben, sozusagen auf Twitter, ihre Theorie, wie er sich angezogen doch
doch hätte, sei irgendwie so ein Stage. Ich finde, das war ein bisschen zu überinterpretiert, obwohl die hatte da so ein paar Punkte. Ihre Analyse war so nach dem Motto, dass Jeansjacken meistens Teenager anziehen, dass er so geschminkt ist, dass er so kindlich aussieht. Sein Bart wurde sehr abgedeckt und er sah so natürlich glowy, dewy aus und traurig, damit man halt Sympathie sozusagen empfindet. Aber trotzdem hatte er dann seine High Heels an, um sozusagen zu zeigen, dass er noch immer sich selber ist. I don't know. Ich finde, das ist ein bisschen weit, ein bisschen zu amerikanisch überinterpretiert. Aber mag sein. Man weiß ja nie. Ich weiß es nicht, wer sein Publicist ist oder wer sein Stylist ist. Ich persönlich, wenn ich so ein Bild darstellen wollen würde, würde wahrscheinlich eher machen, dass er dann zum Beispiel in so eine Jogginghose auftaucht und dann vielleicht ein weißes T-Shirt und so ein Hoodie. I don't know. Das war für mich ein bisschen weit analysiert. Aber mag sein. In LA ist dann Herr auch angekommen. Der hat nichts gesagt. Der hat immer traurig geguckt. Der hat, was sozusagen diese ganzen Argumente unterstützt. Naja, der Drama geht dann natürlich weiter, dass währenddessen Tati und James noch nicht öffentlich was gesagt haben, haben natürlich andere Drama-Channels, irgendwie andere Drama angeguckt, was im Hintergrund alles abläuft. Es gab auch einen YouTuber, der irgendwie versucht hat, Jeffrey Star mit ins, sozusagen ins Dramalicht geschoben, dass er doch ähnliche Skandale hätte, dass Jeffrey anscheinend ganz viele Tweets gelöscht hat. Das ist mir wieder dieses To American Drama, wo ich dann sage, ich mag so festes Drama. Mein Lieblingsdrama ist so ein Skandal, wo zum Beispiel, guck mal, stellt euch vor, ja, es gibt dann zwei YouTuberinnen, so, und dann diese YouTuberin ist verheiratet und die sind publicly beste Freunde. Und wie wir wissen ja ganz viel, ganz oft in sozialen Medien, viele Freundschaften sind gefaked, ganz viele kenne ich auch persönlich. Und der geht fremd zu ihr, mit ihr. Oh yes, oh yes. Dann ist sie schwanger. Oh yes. Und das ist der Vater. Und die weiß noch nichts. Und die tun so, als ob die beste Freunde sind, obwohl die sich hassen. Und dann kommt's raus, dass sie dann schwanger ist mit ihrem, mit seinem Kind. Und dann verlässt er sie. Aber in dem Ganzen und Ganzen ist sie die Heilige angeblich, weil sie die ganze Zeit mit ihrem Bruder zusammen. Oh yes. Und das Kind, was sie hat, war die ganze Zeit das Kind von dem Bruder. That's the scandal I love, because it's like juicy, you know? Und das ist so dieses American Drama, like, wo man so ein bisschen zu weit, das ist nicht so meins, aber ich reportiere, das ist ja mein Job hier. Jetzt kommen wir zu das Final Update, und zwar die Tati-Situation. Sie hat ja dieses Video gemacht bei Sister, und das ist, was alles sozusagen angefangen hat mit diesem ganzen James Charles Drama. Und jetzt hat sie endlich, fast nach einer Woche später, einen Update gemacht und sie erklärt, warum sie das getan hat, wie sie sich fühlt und so weiter. In dem Video erklärt Tati, dass sie nie gedacht hätte, dass es auf so einem Level wäre. Kann ich verstehen, ich glaube, das hat niemand gedacht, und als ich das Video selber angeguckt habe, fand ich dann so nach dem Motto, okay, die äußert ihre Emotionen. Es gab so ganz viele wichtige Punkte, die er sozusagen gemacht hat, die so ein bisschen, ich dachte, der kriegt einen Hit, der kriegt so ein paar Schlagzeilen hier und da und die fetzen sich so ein bisschen, aber ich hatte nicht gedacht, dass es auf so einem großen Level ist. Das ist ja YouTube-Geschichte, wie groß dieser Drama ist. Diesen Punkt kaufe ich ja auch ab, und dass sie selber eigentlich dachte, dass sie den Hit dafür abkriegt. Das dachte ich auch, als ich das Video gesehen habe. Zum Beispiel, als ich das gesehen habe, ich dachte mir so, oha, weil sie selber hat gesagt, sie geht jetzt gegen eine Person, die viel, viel größer ist als sie, die auch eine starke Community hat, und sie selber würde den Hit dann bekommen. Ich habe das auch so gedacht, weil James' Zuschauer sind überwiegend ganz viele jüngere Leute. Und bei jungen Leuten ist es so, weiß ich selber von mir aus, als ich jünger war und jemand hat irgendwas Falsches gegen mein Idol gesagt, egal wie richtig die Person ist, I would be like, ah! Ich hätte diese Person so defended ohne Ende. Man könnte vermuten, dass die sozusagen wütend werden auf Tati und sogar eigentlich gegen Tati geht. Meine Theorie ist, was es wirklich zum Überfluten geworden ist, weil dieser Skandal mit diesem, wie aggressiv er gegenüber heterosexuellen Männern sind. Und mittlerweile haben ja sogar ganz viel deren DMs mit James dann sozusagen im Nachhinein veröffentlicht hat. Zum Beispiel Jay Alvarez hat das gepostet. Ein paar andere haben so Videos gemacht darüber und solche Sachen. Ich glaube, das war sozusagen der Grund, warum es so geboomt hat und viele Leute so gegen ihn gegangen ist. Aber im Großen und Ganzen hat sie dann erklärt, dass
dass sie möchte, dass dieser Hate aufhört. Sie wollte dieses Video machen, weil sie nicht mehr irgendwie James erreichen konnte. Und das ist so ein Ding, was ich komplett verstehe und ich komplett nachvollziehen kann. Weil, Leute, wenn ihr einen bestimmten Grad an Erfolg habt, und bei James ist es ja next level, ne? Und ich kenne das persönlich bei ein paar Leuten, die ich kenne, also nicht Leuten, mit denen ich befreundet bin sozusagen, die umzingeln sich nur noch mit Menschen, die denen sagen, was sie hören wollen. Und wenn eine Person zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin diese Person dann sagt, dass diese Person falsche Entscheidungen macht, wenn du gerade in diesem Fame Rush bist, ignorierst du das ganz oft. Und ich habe das ganz oft gesehen und viele Freundschaften sind da auseinandergegangen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Tati dann in ganz oft ihnen helfen wollte und sagen, das darfst du nicht mehr so machen. Und er würde das sozusagen einfach exen. Versteht ihr, was ich meine? Das weiß ich nicht, aber das ist so meine Theorie. So sehe ich das passieren vor meinen Augen. So, die sagt dann was und dann verhält er sich so vielleicht mehr so was wie, ah, du alte Tante, du verstehst nicht mehr, was die neue Generation möchte und so. Und ich habe meinen Erfolg, weil ich trotzdem was richtig gemacht habe. Sie hat auch in ihrem Video gesagt, dass sie jedes Mal, sie sich geäußert hat oder so, dass sie das Gefühl hat, dass es nicht respektiert wurde. Und das sehe ich auch. Das kann ich nachvollziehen, weil es gibt viele YouTuber in der Industrie, wenn ich denen irgendwas sage, die würden einfach nicht zuhören, weil ich einfach nicht die Reichweite besitze. But I will be the first person to report to you when those people finally fuck up. Ich bin mir sicher, dass in Deutschland eventuell Skandale ausgelöst werden können. Ich sehe das schon bei ganz vielen Leuten hier und da, besonders die Leute, die man jetzt nicht mehr runterkriegen kann, die sich halt für Stars halten. Nicht nur wirklich für Stars, sich für was Besseres halten. Und ich warte jetzt, bis irgendwie den ein oder anderen Abfuck ist, weil it's not none of my business, aber sobald es Gossip ist, then it's everybody's business and I will report to you all the See, I got a lot people, okay? Aber in Deutschland muss man immer ein bisschen aufpassen, weil es gibt dann diese Gesetze, wo man angezeigt werden kann. Und dann gibt es dann so meine Lücken, wo ich dann das schaffen kann, weil das ist ja dann eine Berichterstattung. Like, wenn ihr wollt, guckt euch das Video an, aber zusammengefasst, falls ihr zum Beispiel kein Englisch spricht, war das so der Inhalt. Sie ist auch traurig, dass es einfach alles so groß ist, dass der so viel Hate kriegt, dass er so ganz viele Memes kriegt und solche Sachen. Sie hat dann auch versucht, jetzt durch YouTube, also bei Google sozusagen, in einem sicheren Ort sich dann zu treffen und mit ihm auszusprechen. Das weiß ich nicht, ob das jetzt schon geschehen ist. Das Video hat sie am Mittwoch gedreht. Das heißt, das ist dann, als er abgeflogen ist von Australien. Vielleicht haben die sich irgendwie ausgetauscht da und das Video ist dann gestern Abend Freitag online gekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte Daumen hoch, Abonnieren nicht vergessen, and that is the Glocken-Situation. Und wie immer sehen wir uns dann morgen, übermorgen oder wenn der Tee brutzelt. I love y'all. Bye.